Aloy ist weiterhin auf dem Weg zu Rost, weil der irgendwelche geheimen Aufträge für uns hat. Wir wissen nicht ganz genau was. Aber scheinbar brauchen wir da Feuerpfeile für. Was genau willst du? Hast du die Feuerpfeile? Ja. Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich habe eine Stolperfalle. Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Ich habe Grata Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und habe allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. Wohl nicht die Gläubigste, denke ich mal. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Also, Rost. Ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rost. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist, aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Na dann, lernen wir mal tutorialmäßig, wie man sich ausruht. War jetzt nicht so schwierig. Sorry, dass ich das sagen muss, aber das ist schon etwas sehr albern. Ich darf nicht mit dir reden. Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Jetzt nichts, was ich jetzt sofort, sage ich mal, über den Weg laufen möchte. Und warum zum Teufel haben wir den ganzen Kram jetzt zur Feuerpfeile gesammelt, wenn es die hier draußen noch in 30.000-facher Ausführung gibt? Naja, gut, egal. Jetzt können wir auf jeden Fall mehr Feuerpfeile machen, als wir eigentlich geplant haben. Es ist nicht weit. Diese Hütte, was ist damit passiert? Eine Maschine, das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen willst. Oh, verstehe. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung.
Sollten wir das nicht immer? Okay, da oben ist nur ein Läufer. Das ist jetzt nicht definitiv nicht unser Ziel. Ich glaube nicht, dass das so etwas hier ausrichten kann. Oh Mann, und warum müssen wir das jetzt tun, Rust? Willst du uns auf irgendwas vorbereiten, oder hat das andere Gründe? Sollte ich dem jetzt ausweichen? Die letzten, gegen die ich gekämpft habe, die haben halt dann einfach nur gegen uns gekämpft. Da war es jetzt grundsätzlich nicht so schlimm, wenn uns dann doch mal einer gesehen hat. Ciao. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Das heißt, du willst nicht, dass es noch mehr Opfer gibt. Und später können wir das nicht mehr machen, weil wir dann nicht mehr mit dir reden können. Oder worum geht's dir? Warum mussten wir so viele von diesen Lohnen farmen, wenn es hier doch zigtausend rumliegen? Ich verstehe es nicht. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Hi, Sägezahn, Dilgarobo. Er ist riesig. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Du willst sicher gehen, dass wir ohne dich zurechtkommen? Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Ich drücke immer die falsche Taste zum Schleichen, okay. Wir sollten erstmal die Spur markieren und das Ziel ebenfalls. Ich muss irgendwie zum hohen Gras kommen. Geh bitte weiter, Kumpel. Weißt du nicht so ganz, wie das funktioniert mit den Fallen aufstellen? Aber wir sollten sie hier aufstellen, oder nicht? Ach so, funktioniert das? Na super. Na dann mache ich das doch lieber so. Nehmen wir die Äste mit. Ich weiß, dass wir genug Pfeile wahrscheinlich im Spiel noch gebrauchen können. Okay, ich weiß nicht, ob eine von diesen Stolperpfeilen reicht. Das ist das erste Mal, dass wir hier austesten. Aber Feuerpfeile haben wir ja nicht ohne Grund herstellen müssen. Okay, Buddy, komm mal her. Ups. Na, da kommt er ja auch schon. Na, was gefunden? Nicht? Komm doch mal hierher. Guck mal da.
Spaß verderben muss. Ist entdeckt. Oh, du Kacke. Aber Feuer kannst du wohl nicht so gut ab, was? Und nimm das! Ich hätte, glaube ich, noch eine Stolperfalle aufstellen sollen irgendwo. Aber das war's dann doch. Puh. Na dann, gib mal her. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Ein letztes Mal den Sonnenaufgang betrachten, oder worum geht's? Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezer nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Und ihr seid euch so sicher, dass wir die Ausprüfung da gewinnen? Wenn es um die Zeit wird, mit guter Herz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Okay, dann sehen wir uns im Mutterherz. Werden wir. Da wir momentan nicht wirklich viele andere Aufträge haben, gehen wir mal und reden mit Rost. Hat eine Menge Erfahrungspunkte gebracht, diesen Sägezahn zu erledigen. Ich hoffe, wir bekommen später effektivere Waffen, weil ich nicht jedes Mal so unfassbar viel von dem Zeug hier verschwenden muss. Oder will. Das war nämlich schon sehr, sehr viel, was wir da investieren mussten, um diesen Sägezahn zu erledigen. Soll sicherlich auch so der erste kleine Bossgegner sein, sage ich mal. Aber da scheinen ja wohl sehr viele von denen rumzuirren, wenn wir die ganzen Leichen da betrachtet haben. Dementsprechend, wie gesagt, hoffe ich einfach, dass wir nicht immer so viel von diesen, von Ressourcen verbrauchen müssen. Ich gehe mal kurz vorbei, betrachte mich gar nicht. Ich sagte, du solltest mich gar nicht betrachten. Kommt ihr mir hinterher? Nein. Zumindest aktuell nicht. Da hinten ist gerade wieder einer rot geworden, aber ich glaube nicht, dass die bis hier hinten hinlaufen. Wie gesagt, ich habe noch gar keine Ahnung, was diese Prüfung hier so ist und wieso wir so sicher sind, dass wir die gewinnen werden. Ich vergesse jedes Mal die... Wie oft ich diese Taste drücke, obwohl das nicht notwendig ist. Ja, nehmen wir alles mit. Da müsste ich etwas anderes ablegen. Okay. Das heißt, wir können das nicht mitnehmen. Schade. Sind wir wohl voll.
aber schon geil aus hier alles. Es ist aber auch unfassbar detailliert hier, die Umgebung. Ich bin gespannt, wie denn die späteren Abschnitte des Spiels aussehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Teil von diesem Spiel so unfassbar detailliert ist wie hier. Ich denke mal, dass man hier im Anfangsgebiet ein bisschen mehr gemacht hat. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Dürfen die während der Prüfung mit uns reden? Weil noch sind wir Ausgestoßene. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Na dann bin ich wohl bereit. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das als Andenken. Es war klar, dass er nicht zulassen will, dass wir wegen ihm Gesetze brechen. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mehr mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Nein. Ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Ist denn deine Frage so wichtig, dass du dafür deinen Vater opfern willst? Fürs Erste. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Du bist dir ziemlich sicher, dass du ihn finden wirst. Er hat dir alles beigebracht. Er weiß doch auch, wie du tickst und wie du vorgehst. Das kann er gegen dich verwenden. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Du hast mit mir gesprochen. Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht hier offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Dann ist die alte Ausgestoßene nicht die, die uns gesegnet hat. Diesen Tag.
Ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. So, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Hm. Die Göttin schütze dich. Der, dem wir das Leben gerettet haben? Ich glaube, dass sie ein bisschen überfordert ist mit der Situation. Der, dem wir damals das Leben gerettet haben, vielleicht? Die Menschheit muss schon ganz schön nieder sein, wenn das hier die Hauptstadt ist, weil die ist jetzt nicht wirklich groß. Ich hätte tatsächlich, also ich habe ja damit gerechnet, dass die ziemlich, naja, von den Maschinen fertig gemacht wurden und so weiter und so fort, aber dass es so krass ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Was ist denn hier? Interagieren? Sag mal jemandem Hallo. Soziale Interaktion und so. Oh. Ich bin schon seit dem frühen Morgen auf. Ich kann kaum noch denken. Aloy, du bist es, oder? Hier drüben. Du hast dich aber nicht wirklich verändert in den letzten Jahren. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Ja, auch, du kennst ihn. Kennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Na, vielen Dank. Outfits. Nora-Kriegerin. Nora-Überlebende leicht. Stille Nora-Jägerin leicht, Nora-Beschützerin leicht und stille Nora-Jägerin mittel. Dient der Tarnung der Schwert? Okay, warte, hä? Ach, das kostet jetzt aber doch alles was. Leider können wir uns die nicht leisten, noch nicht, da fehlt uns gar nicht mehr so viel. Aber ich dachte, wir kriegen die umsonst, doch wir kriegen nur die umsonst. Dann rüsten wir die mal aus. So, die Frage ist jetzt, woran sehen wir, ob das hier besser ist als unsere jetzige? Kann man die irgendwie vergleichen oder so? Was heißt denn dieses 45 plus? Ich verstehe das, glaube ich, noch nicht so ganz. Schauen wir uns mal später. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Karja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze hier jetzt Friede, Freude, Eierkuchen zu Ende geht, dieses Fest. Irgendwas wird passieren und es wird vermutlich... Halt, sei ruhig. Es wird wahrscheinlich irgendwas mit diesen Karja zu tun haben, da bin ich mir aber zu 100% sicher. Das gefällt mir besser als die Erprobung an sich. Thank you.
High five denied. Okay, gehen wir mal weiter. Was war das denn eben für eine Aktion? Junge, geht's dir gut? Oder Mädel? Was bist du? Mädel. Was tust du da? Ach, ist ja auch egal. Ich wollte ein bisschen die Stimmung genießen hier. Ich meine, es ist jetzt, wie gesagt, jetzt schon kein kleines Dorf. Aber es ist halt auch nur ein Dorf. Und deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hier die Hauptstadt ist, sondern eben nur eines von vielen Dörfern. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Oh Gott. Was für ein Idiot. Ja. Jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr. Alles klar. Gut, dass wir nicht so oft hier waren. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr sie bin. Sie haben sich beim Fest verliebt. Am Anfang ist doch nur passend, dass kam sich beim anderen Leben wieder trennen. Von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen, besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, schönen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben. Nicht ganz so lief das. In Wirklichkeit haben die Menschen die Maschinen erschaffen. Und nahmen die Maschinen mit. Wie soll ich mich nur die Waren. Aber das wird sicherlich mit der Zeit etwas abgewandelt worden sein, weil es auch nicht mehr richtig überliefert ist. Wer weiß, wie viele Jahre das hier danach spielt. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Hi, Cast. Was machst du hier? Vorsicht. Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich es vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Mhm. Also, Mutterherz, ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde es dir nicht vorhalten. Wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch. War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Na dann, Handeln brauchen bis wir, glaube ich, nicht. Cast. Viel Glück. Du auch mit deinem komischen Augenzwinkerzuckung, wie auch immer. Gut, was da oben abgeht. Ich denke mal, das werden wir im nächsten Part erfahren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Dann machen wir hier weiter in Mutterherz. Also bis dann und auf Wiedersehen.